Wir stellen das News-Plugin im Rahmen unseres Social Internets Linchpin vor. Ich bin ein Mitarbeiter und ich will irgendwie personalisierte Nachrichten in Compose bekommen. Genau. Das News-Plugin ist anders als das Highlights-Plugin, das für Top-Down-Kommunikation zuständig ist, das wir ja bereits in einem anderen Video vorgestellt haben, dafür da, individuellen News-Bedarf der einzelnen Mitarbeiter zu bedienen. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, für sich persönlich zu entscheiden, welche Informationen, welche News im Unternehmen für ihn wichtig sind, und hat hier so eine News-Kanal-Übersicht, wo er entscheiden kann, welche der News-Kanäle er abonnieren möchte. Je nachdem, was er hier abonniert hat, bekommt er dann auf seiner persönlichen Startseite die individuellen News noch zusätzlich zu den Corporate News angezeigt. Das, was mich interessiert, die Bereiche, zum Beispiel, wenn ich jetzt in Wiesbaden bin, gucke ich die Wiesbaden News an und sehe die dann auch. Genau, ja. Teamspezifische News, projektspezifische News oder Individualthemen, die den einzelnen Benutzer interessieren. Und das ist so ein News-Self-Service-Modul, richtig? Genau. Cool. Wenn Sie mehr über Linchpin wissen wollen oder über die Personalisierungsfunktionen, dann melden Sie sich bei uns mal.